Ein neuer Tag, ein neuer Mord. Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Lucius Part 11, 12. Wir werden sehen, sprach der Blinde. Ja, das Haus leert sich langsam. Opa ist tot, Agnes ist tot, der Fleischer ist tot, der Hausmeister ist tot. Und noch immer hat uns keiner im Verdacht. Ist das nicht prima? Ich find's toll. Was ist hier los, Schätzchen? Wie? Schon wieder eine Haushälterin? So ein niedriges... Schon wieder so ein niedriges Medium soll ich töten? Was hat mir denn Susanne getan? Sie kümmert sich um die Wäsche. Die Wäsche, da fällt mir doch einiges ein. Folgen wir immer unauffällig und schauen mal, wohin sie uns heute führt. Wenn sie sich um die Wäsche kümmert, könnte ich mir vorstellen, da bei der Waschküche... Geh ruhig weiter. Mal gucken, was sie so macht. Fest sich am Kopf. Auch schon ganz schön fertig, die Alte. Was hat die da unten? Was hat die denn da unter dem Schreibtisch? Nehmen wir mal zu. Nee. Bringt uns alles nix. Stuhl liegt hier auch mitten im Weg rum. Also sie benimmt sich ja echt wie die letzte Ferkeline. Müsste schon rausfinden, was jetzt genau vor sie ist. Also Susanne soll sterben und sie macht die Wäsche. Wie kann man eine Frau, die die Wäsche macht, umbringen? Soll sie in die Waschmaschine fassen oder? Ach, da war doch in der Wäscherei, war auch dieses Gerät da über dem. Na. Unterhalb der Decke und ich kann nicht mehr reden, tut mir leid. Da ist ja die Waschküche. Was geht ab, Waschküche? Gerät, das den Luftstrom in der Garage kontrolliert. Luftstrom in der Garage. Guckt gerade keiner. Geht nicht. Kann ich nicht beeinflussen. Ups. Ich und meine Tasten. Ja, ja. Wasch. Du bist ja Susanne, meine Liebe. Meine Liebste. Was machst du denn da? Ist die fertig, Mann? Ist die fertig, Alter? Wie töte ich die? Gucken wir mal, wo dieses Teil hin für die... Es regelt ja die Luftstrom in die Garage. Ist es nicht schön zu entspannen und tolle Musik zu hören? Luftstrom in die Garage. Ich weiß nicht. Ich meine, ich schätze, es ist in Ordnung. Kann ich das Auto anmachen? Ehrlich gesagt, werde ich es langsam leid. Bin ich mich jetzt... Das kann nicht dein Ernst sein. Ich meine, hör doch mal. Kann ich da was anstellen mit dem Auto? Renn, Junge, renn, renn! Kann ich hier was machen? Auch nicht. So, Freunde,
Also, ich habe jetzt bestimmt eine halbe Stunde lang gesucht. Jetzt bin ich wieder zurück zur Waschmaschine gegangen und was soll ich sagen? Mir ist aufgefallen, man kann dieses Bügeleisen mit Telekinese erfassen. Man kann aber nicht dieses Bügeleisen mit Telekinese erfassen, sondern nur dieses. So. Jetzt mache ich das einfach mal und guck mal, was ich damit erreichen soll. Kann ich das jetzt mitnehmen? Was muss ja einen Grund haben, dass man das mit Telekinese nehmen kann. Ah, Mann! Kommt gerade keiner? Gut. Bügeleisen in der Waschmaschine. Pff. Ach so! Ich soll die Waschmaschine kaputt machen. Hey, hörst du das? Ich glaube, die Waschmaschine ist wieder kaputt. Ja. Oh, raucht schön. Na, alles in Ordnung mit der Waschmaschine? Hallo, Junge. Hey, wenn das nicht der Wunderknabe ist, hast du mein Montiereisen gefunden? Mach das mal die Waschmaschine heil. Du scheinst richtig Ahnung von deinem Beruf zu haben, so wie du da rumhantierst. Oh, da kommt Susanne, mal sehen. Kuh. Ich habe es geschafft, die Waschmaschine kaputt zu machen. Susanne hat keine Wäsche mehr, kann keine Wäsche mehr waschen. Sie meint, sie würde duschen gehen. Wie ihr das immer hört, ich habe davon gerade nicht gestört. Ich werde ihr einfach mal unauffällig. Ja, nun geh! Wird langsam aggressiv. Außerdem will ich dich nackt sehen. Los, komm, geh duschen. Mama, ich gehe jetzt mit der Susanne duschen. Was sagst du dazu? Mach nur, mein Kind. Ich bin stolz auf dich. Zeig dir deinen Dreizack. Ja, Mama, mach ich. Hast du als Dienstmädchen nicht weiter zu tun, als Wäsche zu waschen eigentlich? Den Rest des Tages duschst du oder was? Na gut, okay. Das lassen wir mal einfach so stehen. Sie geht jetzt also hier rein. Hallo, Liebling. Ja, hallo. Geh mal, geh mal. Hast du jetzt deine Badesachen geholt? Susanne, ein Kreuz hat meine Kräfte im Badezimmer beeinflusst. Ich habe es gedreht. Susanne will in genau diesem Badezimmer duschen gehen. Welches Badezimmer? Ich kenne nur meins. Willst du da duschen gehen? In meinem Badezimmer? Warte, ich muss noch meine Dildo-Sammlung wegräumen. Warte. Gott. In meinem Badezimmer. Mein Badezimmer. Warum mein Badezimmer? Bathroom. Kreuz habe ich gedreht. Ich werde mich hier einfach im Schrank verstecken. Oh. Ja, das reicht ja für einen Tag. So. Oh, da kommt's ja schon. Ich bin gar nicht da. Nimm ruhig dein Bad, Süße. Hallo, Liebling. Hallo. Oh. Oh. Aber ich bin doch auch im Badezimmer. Ach so, ich bin jetzt automatisch gegangen. Hier ist es abgeschlossen. Kann ich mir hier jetzt ein Loch bohren? Ach ja, gleich nebenan ist das Pornozimmer. Ist ja fantastisch. Kann ich hier irgendwas an der Wand machen?
Ein Loch. Kann man da durchgucken? Hallöchen. Ja, Föhn und Badewanne, das ist eine gute Idee. Die merkt das gar nicht. Scheiße. Hat er sich jetzt verhakt? Mist. Scheiße. Nu? Komm ich denn da jetzt wieder ran? Skappe? Nee. Ah. Nochmal rein. Kann ich nochmal reingucken? Achso, muss ich erst. Ah, wunderbar. Wunderschön. Dieser Fall bereitet mir graue Haare, Mr. Wagner. Im Gegensatz zu Ihnen freue ich mich nicht mehr darüber, wieder hier zu sein. Ich bin bereit, alles aus einem neuen Winkel zu betrachten. Noch ein Unfall. Richtig. Ich weiß, es hört sich an wie ein Sprung in der Platte. Aber die Tür war von innen abgeschlossen. Es sieht wirklich danach aus. Obwohl mein Bauchgefühl mir etwas anderes sagt. Tun Sie einfach, was Sie tun müssen. Ich glaube wirklich, wir wurden verflucht. Und dass wir es nicht aufhalten können. Das ist nicht ausgeschlossen. Ich bat einen Pfarrer, etwas Beistand anzubieten. Also haben Sie sie hergebeten? Mein Vater hat ziemlich wüst reagiert. Ja. Wir müssen Ihren Vater finden, Mr. Wagner. Ich glaube wirklich, er kann uns mit weiteren Informationen versorgen. Ich weiß nicht, wie viel länger ich das FBI noch zurückhalten kann. Sie fragen mich nach einem vermissten Reporter. Er hat Ihre Familie untersucht, als er verschwand. Tja, Freunde, das war eine schwere Geburt, ich gebe es zu. Aber letztendlich ist sie tot. Aber ich muss wirklich sagen, das Spiel hat einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad. Jetzt nicht wegen dem Föhn, sondern auch so die Rätsel an sich. Also mal rauszufinden, dass das Bügeleisen in die Waschmaschine muss. Es ist nicht so offensichtlich, wie sich das die Entwickler vielleicht gedacht haben. Also vor allem in so einem großen, riesengroßen Anwesen, das ist wirklich mehr Klickerei als alles andere. Das macht schon ein bisschen so das Spiel kaputt, finde ich. Aber nichtsdestotrotz, wir spielen es natürlich trotzdem weiter. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, gehabt euch wohl. Euer Hirschi.